In Plauerhagen hat heute Morgen ein Feuer für Angst und Schrecken gesorgt. Und man muss ja schon sagen, schon wieder. Denn zum dritten Mal brannte es bei einer Familie, die dort ein Busunternehmen betreibt. Zuerst gingen nur Busse in Flammen auf und diesmal ein Mehrfamilienhaus. Hier kann niemand mehr wohnen. Zu viel Zerstörung durch Feuer und Löschwasser. Die 22 Bewohner des Mietshauses müssen raus, bekommen Ersatzwohnungen in der Region. Große Verunsicherung nach den Bränden in der Vergangenheit. So richtig sicher fühlt sich hier kaum noch jemand. Nach dem ersten Brand hat man schon gar nicht ruhige Nächte. Man hört auch viel, das kleinste Geräusch, Knistern. Die hätten alle tot sein können. Ich verstehe die Menschen nicht, die sowas machen. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund man das machen könnte. Dies ist der nunmehr dritte Brand im Umfeld derselben Familie. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. An Zufälle glauben wir als Polizei natürlich auch nicht. Wir haben natürlich nach den jetzigen Erkenntnissen die Ermittlungsgruppe, die es jetzt schon gibt, im Zusammenhang mit den alten Bränden, mit der Sachbearbeitung jetzt zu dem akuten neuen Vorfall betraut. Und wir erhoffen uns natürlich auch Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat doch zur Nachtzeit hier jemand was beobachtet. Rückblick. Mitte Februar der erste Brand in Plauerhagen. Die Fahrzeughalle mit mehreren Bussen steht in Flammen. 3 Wochen später dann das zweite Feuer, wieder brennen Busse, der Schaden geht in die Millionen. Der Busunternehmer glaubt inzwischen, dass es jemand auf seine Familie abgesehen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wer da in der Lage ist, so bösartig gegen uns zu sein. Noch halten die Mieter zur Familie des Busunternehmers. Noch einen Brand allerdings würde hier niemand mehr verkraften.